Let's manifest the best, weil wir manifestieren ja sowieso die ganze Zeit, oder? Manifestieren heißt, wir kreieren, wir schaffen mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen, mit unseren Vorstellungen und mit unseren Buongiorno bellissima. Mit unseren Emotionen schaffen wir unsere Realität. Und wir schaffen natürlich auch unsere kollektive Realität, weil wir alle miteinander verbunden sind. Wir können da nichts dagegen tun. Wir sind alle verbunden miteinander energetisch. Und wir beeinflussen uns auch miteinander, gegenseitig, logischerweise. Je näher, je enger unser Kontakt ist, desto größer ist natürlich der Einfluss, den wir gegenseitig haben. Wenn wir jetzt mehr, jetzt muss ich das erst nochmal teilen, wenn wir jetzt mehr Abstand zueinander haben, dann können wir uns nicht so intensiv beeinflussen. Die einen haben mehr Abstand zueinander, die anderen sind in den Familien zusammen. Guten Morgen, Angelika. Und beeinflussen sich dort natürlich. Also es ist wirklich jetzt die einen Einflüsse, sind weniger geworden. Die anderen Einflüsse, wenn man jetzt in einer großen Familie zusammensitzt, die, hallo Angelika, die sind größer geworden, oder? Man kann nicht mehr weglaufen. Man strahlt aus, ja? Und man kriegt die Reflexion zurück seines Seinszustandes, wie man sich verhält, oder? Das ist immer ein kleines Kollektiv. Jetzt fängt schon an zu rauschen, das muss ich aber trotzdem noch schnell teilen hier. Kleiner Moment, gleich geht's weiter. So, hier noch in meine Gruppe. Jetzt da. Okay. Also es ist wirklich wichtig, hier Eigenverantwortung zu übernehmen, ja, nicht andere verantwortlich zu machen, wie man sich jetzt fühlt, was jetzt gerade in einem vorgeht, was, wie man damit umgeht, ja, wie die anderen gegenüber damit umgehen. Jeder ist jetzt aufgerufen, Eigenverantwortung zu übernehmen für sein Denken, für sein Fühlen und für sein Handeln. Weil alles, was da draußen passiert oder alles, was im Außen passiert, alles, was du siehst als, als Reflexion, ist ein Ergebnis deines Seinszustandes. Ja? Wenn du viel Angst siehst, wenn du Dinge siehst, die dir nicht gefallen, dann ist es so, dass diese Dinge, die dir nicht gefallen, eben doch ihren Ursprung in deinen Überzeugungen haben, in deiner inneren Welt haben. Alles, was wir in der äußeren Welt sehen, hat seinen Ursprung in der inneren Welt. Und wenn wir in der äußeren Welt etwas anderes manifestieren wollen, also etwas anderes materiell haben wollen, eine andere Realität haben wollen, dann müssen wir Verantwortung übernehmen für unsere innere Welt. Und das ist etwas, was wir ganz dringend lernen müssen. Und ein Mensch, der Verantwortung übernimmt für seine innere Welt und gleichzeitig dafür, was im Außen begegnet, der macht keine Schuldzuweisungen. Weil Schuldzuweisungen, du bist schuld und was weiß ich nicht was, das bringt nichts, ja? Es bringt, das Einzige, was bringt, das ist Klarheit. Und zwar die Klarheit musst du für dich selber erschaffen. Und diese Klarheit dessen, was du möchtest, dessen, wie du dich siehst, dessen, wie du die Welt siehst, das ist dein Number One Job. Diese hundertprozentige Klarheit zu haben. Und du kannst die Klarheit haben als Opfer, als Ausgelieferter, oder du kannst die Klarheit haben als Erschaffer deiner Welt. Ja? Und wir sind permanent, ich sage es immer wieder, aber wir erschaffen permanent, indem wir unsere fünf Sinne fokussieren.
Was siehst du mit deinen Augen? Wo blickst du hin? Was hörst du? Was für Nachrichten holst du dir ab? Was für Gefühle kultivierst du? Wie gehst du damit um, wenn du in einem Angstzustand bist? Bleibst du da drin? Lässt du dich runterziehen? Oder hast du Tools, hast du Werkzeuge, wie du dich wieder raufbringst, wie du dich wieder in einen besseren emotionalen und somit auch energetischen Zustand bringst? Hast du all das für dich bereit? Oder bist du einfach nur gestrudelt und hin und her gerissen von dem, was da gerade auf dich einbrettert? Oder übernimmst du Verantwortung für deinen eigenen Seinszustand? Und wenn jeder diese Verantwortung übernimmt für seinen eigenen Seinszustand, guten Morgen Katrin, dann sind wir alle ganz schön entlastet. Weil dann hat jeder die Verantwortung für eine Person. Natürlich rede ich nicht über die Kinder, ich rede jetzt gerade für die Erwachsenen. Die Kinder kopieren die Seinszustände ihrer Eltern, ihres Umfelds. Deswegen hast du natürlich da großen, großen Einfluss. Wie ich auch schon vorher gesagt habe, du hast auch großen Einfluss jetzt im Bereich deiner Familie. Du kannst den energetischen Zustand, den seelischen Zustand damit natürlich, weil seelisch ist ja nur das, was du denkst und nachher fühlst, deines Umfelds, mit denen du jetzt zusammen bist, kannst du dominieren. Aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Oder lässt du den Fernseher dominieren? Wer ist der Chef der Energie in deinem Umfeld? Wo kommt Buenos Dias, Bellissima, das war italienisch. Wo kommt der Einfluss? Welchen Einfluss? Wer darf Einfluss auf dich haben? Verantwortung. Es ist deine Verantwortung. Wodurch lässt du dich beeinflussen? Moin, moin. Das ist so schön, so international. Wodurch lässt du dich beeinflussen, ja? Lässt du dich wirklich beeinflussen durch Dinge, die dir Angst machen, durch Dinge, die sich schlecht fühlen, durch Dinge, die dich entmachten, durch Dinge, durch Informationen, durch Vorstellungen, durch Bilder, Lebensbilder von Menschen, die meinen, der Mensch selber sei ausgeliefert? Oder lässt du dich inspirieren und lässt dich dort hinziehen mit deiner Aufmerksamkeit, wo ist meine Aufmerksamkeit gerade? Da in meiner Macht, in meiner Power oder dort, dass ich das Gefühl habe, andere können über mich bestimmen. Und das ist so eine wichtige Geschichte. Das ist so etwas, die Menschen, es gibt so viele Geschichten von Menschen, die irgendwo eingesperrt waren, die irgendwo ausgeliefert waren und die sind in ihre eigene Power reingegangen und hatten ein Umfeld von Menschen, die auch in ihrer Power standen, weil das, was du auf andere Menschen fokussierst, das ist das, was sie unterstützen kann. Ja, so funktioniert Heilung. Deswegen ist es so schwer, in die Heilung zu kommen, wenn du glaubst, dass du ein Todesurteil oder eine schlimme Krankheit hast. Dr. Joe Dispenza hat das Buch geschrieben, du bist das Placebo. Das ist so wichtig zu verstehen, der Placebo-Effekt und der Nocebo-Effekt. Das ist nämlich genau der gegenteilige Effekt, der dich krank macht, der dich panisch macht, der dein Immunsystem runterfährt. Und das hast du alles im Griff. Und zwar, deine Chemie wird bestimmt durch dich, durch deinen Seinszustand, durch deinen Gefühls- und durch deinen Gedankenzustand. Und diese Verantwortung kannst du übernehmen und du kannst deinen Immunzustand sowas von boosten, indem du gesund denkst, indem du dich gesund fühlst und indem du dich gesund verhältst. Das kommt aber automatisch. Gestern hat mich jemand gefragt, ja, wie machst du es mit der Ernährung und so weiter? Da gibt es ja dieses Medical Medium. Ich finde das alles nicht schlecht. Aber alles, was eine Bedingung bedeutet, ja, wenn du nicht das und das machst, dann kannst du nicht das und das haben. Um das und das haben, musst du so und so sein. Und ich
verfolge wirklich, ich weiß es, dass es so ist, diese ganzen Bedingungen, die wir uns auferlegen und die wir auferlegt bekommen, wie etwas sein muss und wann etwas sein kann, hält uns beschränkt, hält uns klein, hält uns krank und hält uns eben hier in der Opferrolle. Und wenn du alle Bedingungen aus deinem Leben rausnimmst, und nicht sagst, ja, ich kann nur gesund sein, wenn ich das und das esse, wenn das und das eintritt, wenn das und das eintritt, sondern ich kann gesund sein, ich bin gesund, wenn ich diese klare Intention setze. Meine Verantwortung, welche Intentionen ich verfolge. Und wenn ich eine Intention verfolge, die mich entmachtet, dann bin ich entmachtet. Aber wenn ich eine Intention verfolge und sage, meine Power zurück zu mir, meine Entscheidungen kreieren, meine Entscheidungen setzen sich um. Wenn ich das weiß, dann manifestiere ich mir ein wunderbares Leben. Und das ist dieses neue Wissen, diese Klarheit, diese Revolution, dass ich mich mit dieser Kraft, die nicht aus mir persönlich, die hat eben keine Bedingungen, diese Kraft. Die hat nichts damit zu tun, was ich früher war, was ich gemacht habe, ob ich gut war, ob ich böse war, ob meine Eltern gut waren, ob was auch immer. Diese Kraft, die steht jedem von uns zur Verfügung. Und jeder von uns kann die Verantwortung übernehmen und kann in diese Kraft eintreten, kann sich mit dieser Kraft verbinden. Nur meistens steht halt unser Hirnchen dahinter und wir brauchen Überzeugungen, wir brauchen Denkmuster, wir brauchen eine gewisse Klarheit, dass wir diese Kraft anerkennen können und dass wir mit dieser Kraft zusammen das Gute erschaffen. Und darum ist es so, so wichtig, dass ich die Logik dahinter verstehe. Wer ist diese Kraft? Woher kommt diese Kraft? Was habe ich damit zu tun? Ich, Ego, Mensch. Diese Kraft, das ist die göttliche Kraft. Weil auch wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du Religion verteufelst, beantworte dir diese eine Frage. Welche Kraft sorgt dafür, dass es einfach schlägt, dein Herzlein? Musst du jeden Moment deinem Herz sagen, hey, vergiss nicht zu schlagen. Hey, bitte, schlag schön, ja? Nein, du gehst davon aus, dass dein Herz weiß, wann und wie viel es zu schlagen hat. Und es weiß es. Dein ganzer Körper weiß, wann er was zu tun hat. Aber unser menschliches Ego, unser menschlicher Verstand, der hat irgendwann mal versucht, Logiken zu entwickeln. Und diese Logiken, die sind in einem ganz kleinen Bereich, wo sie sich befinden und lassen nicht zu, dass wir loslassen. Lassen nicht zu, dass wir in ein Vertrauen gehen, in eine Kraft, die höher und größer ist als wir selber. Und solange wir das nicht zulassen können, Schritt für Schritt, übernehmen wir einen Job, der nicht unserer ist. Der Job wird von einer Energie gemacht, von einer Kraft, das wird umgesetzt. Genauso wie eine Maschine aus einem Holzbein oder aus einem Holzklotz ein Stuhlbein macht. Ja? Das ist genau so. Du hast die Intention, dass dieses Holzstück zu einem Stuhlbein wird. Und du legst es in die Maschine ein und diese Maschine ist genau richtig eingestellt und nachher kommt dieses Stuhlbein raus. Und so müssen wir unser Leben sehen. Wir müssen das Leben richtig einstellen mit unseren Energien, mit unserem energetischen Zustand und wir dürfen dieses Leben, diese Energie dazu benutzen, Wunderbares zu kreieren. Und das schaffen wir nur, wenn wir Angst loslassen, wenn wir Bedingungen loslassen, wenn wir Sorgen loslassen, wenn wir die ganze Vergangenheit loslassen. Dann können wir frei in unsere Zukunft springen.
Aber wenn wir die Vergangenheit immer weiter vorschreiben und glauben, wir müssen hier eine lineare, logische Lebenslinie kreieren, dass wer halt in der Familie geboren ist, quasi so wie ein Kastensystem, oder? Dass wenn du in diese Verbindung reingeboren bist, mit diesem Background, mit dieser Ausbildung, dass du nur die und diejenigen Potenziale für dich siehst, die sich logisch daraus ergeben. Aber wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht denkst, alles diese Bedingungen wegnimmst und einfach nur frisch und frei entscheidest, Verantwortung übernimmst, Klarheit übernimmst und sagst, ja, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben, ich will so leben, ich will mich so fühlen, ich will die Welt so sehen, ich will mit Menschen, die mich auf dieser Ebene verstehen, zu tun haben, ich will okay sein, so wie ich bin, ich will nicht immer drüber nachdenken, kann ich das machen, kann ich das sagen, kann ich so sein, ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, dass meine Grundintention nie eine schlechte ist, nie eine böse ist, aber ich muss Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen triffst du anhand dessen, wie du es haben möchtest und nicht anhand dessen, was du glaubst, was möglich ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier immer, immer mehr reinkommst, verstehst, wie das Leben funktioniert, verstehst, wer du bist als menschliches Wesen hier, was hier alles möglich ist. Und diese neuen Perspektiven, die kommen nur ganz langsam in unser analytisches Verständnis. Es wurden ganz, ganz viele Bücher drüber geschrieben. Es wurden ganz, ganz viele Worte drüber verloren mit ganz, ganz verschiedenen Bildern. Aber es ist so wichtig, dass du für dich deine eigene Klarheit bekommst, dass du so lange daran arbeitest, bis du eine klare Antwort hast für, wer bin ich, wofür bin ich hier und wie will ich das Ganze umsetzen, wie will ich mich einbringen. Ja, dass du diese Antworten für dich übernimmst und dass du hier Klarheit für dich schaffst. Und die meisten Menschen fallen immer wieder davon ab, sie haben mal ein Stückchen Klarheit und dann kommt irgendwas im Außen, dann passiert wieder was oder dann passiert ein Wehwehchen. Und da immer wieder dich selber zurückzuholen zu deiner Wahrheit und zu deiner Klarheit, das ist der schwierige Part dieses Jobs. Ja, dass du nicht plötzlich wieder ins Nirvana galoppierst und wie ein ängstliches Häschen dich versteckst und plötzlich wieder zum Opfer wirst. Es wird wichtig, dass du dann hingehst und dieses Häschen wieder ermächtigst. Und das kannst du wunderbar selber machen. Du musst es nur tun, du musst es üben. Du kannst es von anderen Menschen lernen. Es ist wunderbar, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die genau das verstehen und die dich dann wieder zurückholen und auf deinen Weg bringen. Und ich habe mich dafür verschrieben, dass ich so ein Mensch bin, dass ich in meinem Coaching-Business die Menschen in ihre absolute größte Macht, in ihres Potenzial, in ihre Wahrheit reinbringe und dass ich immer wieder helfe zu erinnern, um was es wirklich geht, dass ich immer wieder helfe zu erinnern, warum jeder einzelne von uns hier ist und dass ich immer wieder helfe, die Energie zu erhöhen. Und es ist gestern Unglaubliches passiert, das sieht man nicht, ja. Aber es haben sich Leute inspirieren lassen. Ich habe ja meine Facebook-Gruppe, ich bin jetzt hier auf meinem privaten Profil live, aber auch in meiner Facebook-Gruppe, finde heraus, wer du wirklich bist, werde gesund und finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Das ist mein Motto. Und plötzlich sind Leute aufgetaucht, ihr wisst es selber in den Facebook-Gruppen, es sind ganz viele stille Zuhörer da und plötzlich sind Leute aufgetaucht und haben sich inspirieren lassen, haben Lieder gesungen, einfach so Live-Videos und haben so eine schöne Energie in die Welt rausgebracht. Und sich das zu trauen und sich das zu erlauben, das ist manchmal eben schwierig. Dazu braucht man Unterstützung,
man darf hören, dass es gut und richtig ist, was man tut, weil man so lange gehört hat, dass man sich einschränken muss, dass man sich nicht zeigen darf, dass irgendwas an einem verkehrt ist, dass irgendetwas vielleicht nicht akzeptabel ist, dass irgendetwas vielleicht nicht gesagt werden darf. Aber genau um das geht es. Wir wollen jetzt die Wahrheit in die Welt bringen und dazu braucht es Coaches und es braucht noch mehr Leute, die vorne stehen und sagen, ja, ich bin hier und ich helfe. Und ich werde morgen, Tag 8, werde ich über Geld sprechen. Weil Hilfe heißt nicht gratis. Und es muss es nicht heißen, es kann es nicht heißen, es ist nicht die Idee. Sondern Gutes zu tun, höchst energetische Arbeit zu liefern, bedeutet erstmal, dass du an dir selber arbeitest, permanent. Und wenn du dann andere noch mitnimmst, darfst du dafür entlohnt werden. Und diese Vorstellung, die wir haben hier, wer das Geld haben kann und welche Arbeit viel Geld verdienen darf und welche Arbeit nicht viel Geld verdienen darf, das dürfen wir jetzt kippen und kehren. Weil die Arbeit, die höchste Energie produziert, Menschen erhebt in ihre Kraft, die hat die Kohle verdient. Das Licht will sein Geld zurück. Geld will Licht sein. Geld hat so einen Schmuddelcharakter bekommen, nur durch uns. Wir haben Geld diesen Schmuddelcharakter gegeben. Wir haben angefangen, Geld als schmutzig, schlecht, übel zu betrachten in weiten Teilen unseres Bewusstseins in unserer Gesellschaft. Und auch da ist es jetzt an der Zeit, diesen Shift zu machen und zu sagen, Geld ist Liebe, Geld bringt Wahrheit. Geld soll zu diesen Menschen, die das verstanden haben, und diese Menschen geben das Geld weiter wieder an diese Menschen, die es verstanden haben. Wir werden die Wirtschaft revolutionieren. Wir werden alles revolutionieren. Jetzt ist es an der Zeit. Nur müssen wir jetzt schon vorausdenken. Wie wollen wir es haben? Wollen wir weiterhin, dass Geld schmuddelig ist und Korruption und so weiter und so fort? Oder wollen wir, dass Geld Licht ist und dass die Menschen, die Licht bringen, ganz viel Geld dafür kriegen, weil das ist der energetische Ausgleich. Und dazu werde ich morgen noch weiter sprechen, weil die Menschen, die wunderbare Arbeit leisten, sind immer noch nicht bereit, wunderbares Geld dafür zu empfangen, weil sie glauben, das Geld ist nicht das Wunderbare. Aber wenn Geld plötzlich das wunderbare Entschädigungsmittel ist für wunderbare, hochschwingende Arbeit, wie schaut dann unsere Welt aus? Überlegt euch das mal. Überlegt euch wirklich, wie sieht dann die Welt aus? Dann haben wir eine ganz andere Welt. Ja? Und dann ist, selbst vielleicht wird ja Geld, Bargeld, vielleicht ist es weg, aber wir werden Austausch brauchen. Und wenn dieser Austausch nicht Geld heißt oder nicht Bitcoin heißt, dann ist es ein energetischer Austausch und auf höchstem Niveau hat er höchsten Wert. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir sind mittlerweile da. Gerade eben sind wir wieder unten im Loch der Maslow-Pyramide, horten Lebensmittel und kämpfen um uns Überleben. Aber da sind wir nicht angekommen jetzt in unserem kollektiven Bewusstsein. Wir sind ganz, ganz oben. Wir sind im Thema Selbstverwirklichung. Wir sind da angekommen, wo es darum geht, in unsere Power zu gehen und eine Welt zu kreieren, die lebenswert ist und wo wir gerne miteinander noch mehr von diesem Schönen kreieren. Das ist jetzt das Ende für heute und morgen geht es um Geld. Das böse Geld. Also ihr Lieben, schönen Tag noch. Tschüss.